So, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Pater Alexis Deutsch, Timo Friedhofe, und wir haben mal wieder schöne Frage hier, geht um völlig krassen Dating-Prozess, wo scheinbar jemand wieder sehr hooked ist, sag ich mal, also ein bisschen liebessüchtig wird vielleicht, und dann werden ja Red Flags häufig nicht beachtet. Ich wollte nochmal erinnern, es gibt ja die Liebeschip-App im App Store. Viele wissen das schon. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist umsonst. Könnt ihr die Kurse machen. Die wird gerade ständig ausgebaut. Also lohnt sich auf jeden Fall für Android und iPhone. So, von Siplivkola. Und sie schreibt: Lieber Christian, ich wäre dir sehr dankbar für eine Antwort. Ich komme gedanklich schwer aus einer Situation raus, von einem Menschen los, obwohl ich weiß, dass ich froh sein kann, aus der Situation raus zu sein. Kurz zu mir, Ende 30, habe ein Kind, bin seit einem Jahr geschieden, habe mich in den meisten Jahren durch unzählige schwierige Dating-Situationen, meist Tinder-Dates, gequält und teilweise sehr dabei gelitten, da ich immer wieder an Männer geriet, die sehr unverbindlich blieben. Ja, das ist dein Liebeschip. Leute, macht die Umprogrammierung, wenn ihr neu bei mir seid. Zieht euch Modul rein ein. Meine ganze Arbeit, meine viele sind ja schon ewig auf dem Kanal, ist entstanden aus der Umprogrammierung deines Beuteschemas. Es ist kein Zufall. Du ziehst diese Menschen auch nicht an. Du wählst sie bewusst oder unbewusst aus. Ne? Sind nicht alle so. Ne? Warum machst du das? Das sollte man rausfinden. Das macht man immer wieder die gleichen Erfahrungen. Ne? Nach der Scheidung melde ich mich erneut auf Tinder an und machte sehr schnell mit einem Mann, der angab, im nicht-europäischen Ausland zu leben, aber gerade in meiner Stadt zu sein. Entgegen aller Glaubenssätze, niemanden zu daten, der woanders lebt, wollte ich ihn unbedingt treffen. So, erste Regel von dir selbst gebrochen. Ne? Überhaupt Tinder. Ja, gut, okay, ich sag dazu nichts mehr. Macht, wie ihr wollt. Irgendwas hatte mich in den Bann gezogen, wie wirklich selten zuvor. Ist das ein gutes Gefühl? Vor allen Dingen, wenn man eine Serie von negativen Beziehungserfahrung hat, sollte man dann auf so ein Gefühl hören, jetzt werde ich aber ganz fickrig, das zieht mich total im Bann. Sollte man darauf hören? Ich frage dich, ne? Just asking for a friend. Wir schrieben ein bisschen und dann fragte mich irgendwann, ob ich ihm ein günstiges Hotel, Ferienwohnung in meiner Stadt empfehlen könnte. Er wohnte gerade bei einem deutschen Freund in meiner Stadt, müsste aber dringend dort raus und eben zurückfliegen und einen neuen Flug buchen. Also keine Aufenthaltserlaubnis scheinbar, wenn ich das so richtig sehe. Der Freund benehme sich unmöglich, er könne dort nicht bleiben. Fand dann ein Hotel nicht gerade günstig. Wir trafen uns zum ersten Mal und ich war total geflasht. Ist das das Gefühl, was wir haben wollen beim Dating? Total geflasht, wenn man eine Serie hatte von ungünstigen Dating-Erfahrungen? Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, ich sag's immer wieder. Gleichzeitig verunsichert von seiner scheinbaren Arroganz und Überheblichkeit, die er ausstrahlte. Ist das ein gutes Zeichen? Ich frag dich nur, ne? Frag nur für einen Freund. Womit er sogar die Kellner in der Bar, an der wir waren, extrem verunsicherte. Also er war bestimmt in seiner Polarität, aber ist das nicht ein bisschen toxisch? So? Ich frag nur. Gleichzeitig fand ich ihn sehr attraktiv und ganz speziell, irgendwie das Anziehen und Abstoßen gleichzeitig. Gut, er trug eine Sonnenbrille mit grünen Gläsern und guckte mich dadurch so merkwürdig an. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also wenn man diese Dating-Mail so liest, also ist jetzt gar nicht als Kritik gemeint, aber könnte man so immer so meinen, wenn du als Mann so nett und normal durch die Welt gehst, machst du eigentlich einen riesen Fehler. Du musst eigentlich eine völlig irrwitzige Geschichten erzählen, seltsame Accessoires an dir haben, aus der Antarktis kommen, und dann ist alles okay. Das ist schon komisch manchmal. Ja. Und der Nette wird aber nicht gedatet, ne? Da, und dann wundern wir uns, das ist aber andersrum genauso, und dann wundern wir uns, dass alles schief geht immer, ne? Also für mich ist das also eine einzige rote Flaggenparade, aber gut. Diese Sonnenbrille trug er übrigens immer, fand ich später raus. Boah, wie geheimnisvoll. Muss ich auch mal ausprobieren. Immer und überall auch drin. Wir gingen am gleichen Abend noch zu mir und dann kam es auch zum Patchboard.
Es war grandios und lief mehrfach hintereinander ab. Da müsst ihr eben auch immer vorsichtig sein, wenn ihr Sex so auf dem Podest hebt. Ja, das ist toxischer Sex, ist was Intensives, sage ich mal. Ob es was Gutes ist, ist manchmal dahingestellt. Aber das ist so in diesen Beziehungen. Meistens, weil das extrem bindungsängstliche Menschen sind. Du es vielleicht auch bist und man kommt ja nicht ins Gehege mit seiner Bindungsangst, kann er mal Vollgas geben. Ja, du findest ihn hot und aber gut, bisher ist ja noch nicht viel passiert. Gut, aber das sind natürlich alles Sachen, die füttern oben diese Hormonspirale. Ne? Ist kein langsames Dating auf jeden Fall, aber gut, kommt vor. Ich war noch mehr geflasht von ihm, so du hast dich ihm anbot, sein Hotel zu stornieren und die restliche Zeit bis zu seinem Rückflug bei mir zu bleiben, ey. Gut, ich weiß es gar nicht werten. Wir machen, wenn man unter im Hormonrausch ist, macht man alles Mögliche. Was soll ich dazu sagen? Ich habe auch schon verrückte Sachen gemacht. Aber ist das schlau? Kennst du ihn nicht? Hat das nicht vielleicht alles so inszeniert, dass genau das passiert? Ich frage nur, ne? Ich weiß nicht, warum ich eigentlich bin. Ich vorsichtiger und wundere mich über mich selbst. Ja, ist auch zu Recht. Er wollte bei dieser Entscheidung schlafen. Das heißt ja wieder Seductive Withholding, ne? Erstmal Vögeln bis zum Umfallen und dann sagst du, ja, kannst hier bleiben und dann sagst du, das muss ich erstmal überlegen. Ne? Ja. So, gleich mal wieder Withholding, ne? Grenze aufbauen. Gut. Das jetzt nicht heißt, dass in irgendeiner Weise irgendwas da bewusst passiert, aber ich glaube, könnte mir schon vorstellen, dass er das bewusst genauso wollte, dass er bei dir sein kann, ne? Aber gut, ist ja auch. Du hast es ihm angeboten. Ich meine, er hat bisher nichts Verbotenes gemacht. Er wollte bei dieser Entscheidung schlafen, sagt mir beim nächsten Tag zu. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet und stand schon bald mit seinem Koffer vor der Tür und blieb 10 Tage. Diese 10 Tage waren ein Gefühlchaos von meiner Seite, denn ich merkte, dass ich ihn immer toller fand. Viel Bettsport und seine besondere Art, diese Mischung aus Distanziertheit und Zugewandtheit, die einen liebessüchtig macht. Vor allem, wenn man anfällig ist dafür, ne? Gleichzeitig auch etwas sehr Zärtliches und Liebevolles habe ich noch nie erlebt. Ich war hin und weg, dachte, ich hätte noch nie einen so schönen, interessanten und anderen Mann kennengelernt. Ich konnte kaum essen und mich auf irgendwas konzentrieren. Sind das nicht big fucking red flags? Ich frage nur. In meiner Welt sind das, ich weiß genau, wie sich das anfühlt und warum das irgendwie interessant ist, sind riesige red flags. Ich konnte kaum essen und auf dem Hinterkopf, dass er bald zurückfliegen muss, wie das Ganze wo endet. Ja, wie soll das enden? Er verließ in dieser Zeit kaum die Wohnung, was mich wunderte, es war Hochsommer, meine Stadt hat viel zu bieten. Naja, wer auch Indoor eine Sonnenbrille immer aufsetzt, hat vielleicht noch so andere Eigenarten. Er saß nur vor seinem Computer. Einmal stürmte er plötzlich völlig aufgelöst hinaus und schrieb mir später, dass dies mit einem Medikament zu tun hatte, dass er gegen XY nehme und dass das seine Stimmung beeinträchtigen würde, es würde depressiv machen, generell wäre, okay, es kommt irgendwas, bla bla bla, Krankheiten, vielleicht hat er einfach Drogen geholt. Schon mal darüber nachgedacht? Ziemlich krause Geschichte. Ich will jetzt ihn nicht unnötig schlecht reden hier, aber wir sind ja hier, um einfach mal Sachen, es sind ja nur Fragen, ich weiß es ja auch nicht, ne? Wir besuchten noch ein Festival zum Abschluss und ich wusste bereits, dass er in irgendeiner Szene arbeitet und dass diese viel mit Drogenkonsum verbunden war. Du liebst aber das Risiko, ne? Kann das sein? Ich habe auch Drogenerfahrung in diesem Bereich, bin seit Jahren abstinent. Solltest du so einen Menschen dann daten? Sag mal ganz ehrlich. Also, es ist wirklich mit leicht, also, das kann so schnell passieren, dass man wieder. So viele Leute, die sowas erleben, fangen wieder an zu rauchen und was weiß ich. Also es ist echt, du gehst da ein total hohes Risiko, ne? Ich war erstaunt über die Menge an kann das gar nicht so oft sagen, das Wort, also mit DRO fängt es an, die über den Tag und die Nacht verteilt nur zu sich nahm. Ja, das hat doch keine Medikamente geholt, ey. Ja, da war auch ein Freund, der bei dem er zunächst gewohnt hatte, okay. So, dann haben die noch so ein paar Psychospielchen mit dir gespielt, mit dem Freund, schöne Dreiecke.
Beide haben Drogen genommen, ich war nüchtern. Ist das der Umgang, den du pflegen willst, wenn du abstinent sein willst? Als er zurück in seinem Land war, also immerhin ist er dann auch geflogen, okay, schrieben wir hin und her. Die Einladung in sein Land blieb aus. Ja, der hatte ich, denke ich, einfach als Hotel benutzt, ne? Sehr bald schrieb ich schon, dass ich es entweder ganz oder gar nicht will. Das heißt, wieder treffen. Gibt es denn gar keinen Gedanken im Kopf, dass dir das vielleicht nicht gut tut? Ich meine, ich weiß schon, wie verführerisch sowas sein kann, aber gibt es da nicht so eine kleine Lampe, die leuchtet so? Oder eben die Sache beenden, weil es schwierig ist aufgrund der Distanz. Diese Art von Menschen mögen es eigentlich nicht, wenn man Kontakt abbricht. Das wirst wohl du machen müssen, ne? Er sagt, er suche eine längerfristige Lösung. Ja, aber jetzt will ich wahrscheinlich irgendwann heiraten. Ey, pass bloß auf, Mädchen, ey. Damit wir eine gemeinsame Zukunft haben können. Ja, was denn, als Junkies oder was? Es ging dauernd auf und ab. Es wurde immer schlimmer. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich fühlte mich, als ob ich die Kontrolle an mir abgeben würde. Gut, ich will es auch nicht zu sehr triggern. Fühlte mich hingehalten. Dann hat er dich ein bisschen gegaslightet, wenn du ihm, wenn du mal Grenzen gezogen hast, dann hat er dich ein bisschen runtergeputzt. Gut, dass du dein wahres Gesicht zeigst. Ja, irgendwann ging, ja, standst du nur noch in der Wohnung rum, konntest nichts machen, schaute stundenlang auf sein Handy und so weiter. Aber ich will euch jetzt auch nicht zu sehr triggern. Meine Freundin riet mir auszusteigen, ich tat es. Das sind ganz klare Zeichen, dass man in einer liebessüchtigen Beziehung ist. Also das ist, doller geht's kaum. Ne? Gut, dass du es gemacht hast. Ne? Kurz darauf mir eine Nachricht, wie sehr ich möge, sonst bist du wieder zurückgehuvert. Ich würde den blocken auf allen Ebenen. Du musst da echt einen Kontakt abbrechen. Das ist wie eine Droge für dich, ne? Bla, 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 bla. Dann warst du wieder drin im Spiel. Okay, jetzt ist hier schon Hochzeit eine Option. Ja, das ist Letzte, den du heiraten solltest, denke ich. Nicht, weil es ein schlechter Mensch ist, sondern einfach, was mit dir hier passiert, das reicht mir schon, ne? So, dann hat er dich geghostet ein bisschen. Ja, was willst du denn von jemandem erwarten, der, ja, sagen wir es mal, wie es ist, der ein Junkie ist, ne? Also, vielleicht ist es gar nicht werten, das ist sein Leben, ne? Aber was willst du von dem erwarten an Beziehungsskills? Gut, den Rest will ich da mal nicht zu sehr antreten.